Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video beziehungsweise zu einem neuen Angezockt. Und wie ihr seht, The Walking Dead, die letzte Staffel. Ich habe ja eins hatte ich, die erste hatte ich gespielt, die zweite Staffel hatte ich gespielt und ist jetzt die letzte Staffel. Die Staffeln danach habe ich nicht gespielt. Ich glaube, da kamen zwei oder drei, ich weiß es gar nicht mehr. Weil die leider alle kein Deutsch hatten. Die waren alle komplett in Englisch. Und mit dem Walking Dead ist es jetzt anders, weil Telltale gibt es ja nicht mehr. Das hat jetzt jemand anders die Rechte an Walking Dead und den anderen Telltale Games, glaube ich, auch. Und hier ist deutsches Audio und deutsche Synchro. Also so steht es, deutsches Audio und deutscher Untertitel, so steht es jedenfalls im PSN, wenn man es runterladet, kann man ja auf Informationen drücken und da steht das drin. Das werden wir jetzt auf jeden Fall testen, aber hier steht ja schon mal letzte Staffel. Jetzt ist meine Hoffnung, dass die Leute sich nochmal die anderen Staffeln sich zur Brust nehmen und die vielleicht dafür auch ein deutsches Audio machen. Das wäre so geil. Das wäre so, so geil. Ich denke mal, das wird auch vielleicht ein Let's Play. Wir wollen jetzt hier mal für 20, 30 Minuten anzocken. Länger kann ich nicht, dann kommt meine Tochter. Und es ist ja auch nur ein kleines Spiel. Wir wollen ja auch nicht so viel verraten. Aber ich denke mal, das könnten wir vielleicht auch abends mal im Livestream spielen, wenn die kommen ja jetzt nach und nach, die Seasons. Also die Episoden von der letzten Staffel. Zwei sind schon da oder drei? Ne, zwei. Zwei sind schon da. So. Sprache ist nicht auf dem neuesten Stand. Auf Englisch zurücksetzen, Hauptmenü. Updaten. Da wollen wir natürlich updaten, oder? 4,5 MB. Na, das geht ja schnell. Och, herrlich, herrlich. Endlich. Das war ja für PC-Zocker, war es ja schon immer möglich. Die, da gab es ja welche, die haben ein deutsches Sprachpaket gemacht. Da konnte man da RIN implementieren und so, also RIN setzen und so was alles. Ich habe aber gar keinen zum Importieren. Anmelden. Registrieren, anmelden. Habe ich, ich bin noch bei Telltale angemeldet. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Jetzt nicht. Machen wir andermal. Logo kaum noch zu sehen ist. So. Das ist so kaum noch so zu erkennen, würde ich sagen. Jo, doch. Das ist kaum noch zu erkennen. Fällt mir gerade auf, ich muss bei meinem TV muss ich auch mal den Schwarzwert neu einstellen. When the dead started walking, I was small and alone. Das ist aber nicht deutsch jetzt. Until a man named Lee became my protector. Nur deutschen Untertitel. Protected other people too. Kann man das nicht abbrechen hier? Was solltet ihr dazu? Einstellungen? Untertitel an, Untertitelgröße, groß. But he couldn't save everyone. Ach so, das ist jetzt praktisch das erste, wie ich mich damals entschieden hatte. Ich weiß es gar nicht mehr in der Season 1. Wie hatte ich mich entschieden? Hatte ich Lee oder hatte ich die... Duck? Lee rettet Claire. Hatte ich Duck oder Claire rettet?
Scheiße, wen hatte ich denn da gerettet? Das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich noch auf der PS3 gespielt. Ich glaube, sie hat dich gerettet. You can never save everyone. The living were just as dangerous as the dead. A woman in our group named Lily lost her dad. And then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Ich glaube, die hat dich zurückgelassen. Ich glaube, ich hatte sie zurückgelassen. Lee left her on the side of the road. Lee taught me how to survive. He protected me. Ja, dann ist er gestorben. But he got bit because of me. Das war jetzt alles noch die erste Staffel. In Bewegung. Immer in Bewegung. Ich tendiere gerade zwischen den Beinen, da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte gesagt, immer in Bewegung bleiben. Ich bin mir aber nicht sicher. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. Genau. He made one final request. Ich hatte ihn erschossen. He asked me to shoot him. Weil er ja kurz vorm Verwandeln war. I met another group after that. Broken people. Running from ich muss mal meine PlayStation 3 nochmal. There was a woman who gave birth to a boy named nochmal fertig machen. Die hatte ich ja für meine Tochter fertig gemacht. AJ. He made it. But the mom didn't. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. I stopped Kenny. Finally gave him peace. It turned out AJ was alive. Jane hid him to make a point. Knowing what they'd done, I still decided we were better together, for AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. I fought back, but I wasn't strong enough. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. Ach, die ist jetzt schon groß, oder was? He's all I have, and I'll protect him with my life, just like Lee did for me. Ja, das weiß ich ja, das ist meine Entscheidung. Ich fand den Stil von Walking Dead auch immer cool. Aber leider alles in Englisch gewesen. Es kann ja natürlich sein, dass das, was wir jetzt gesehen haben, alles in Englisch war, mit deutschen Untertiteln, weil das von den alten Teilen jetzt so eine Zusammenfassung ist.
ist aber groß geworden. Doing there, goofball. Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Oh, I've always called you goofball. It's time for you to stop. It's Alvin Jr. AJ still work? AJ still works. Ich weiß nicht, aber es stand Deutsch da. AJ? Wartet mal, wir müssen. Vielleicht hat das ja was mit der Update-Datei zu tun. Anwendung schließen. Wir testen das jetzt einfach nochmal. Auf Updates überprüfen. Neueste Version. Ja, hier ist auch Batman mit drin, das ist auch von Tete. Warum, weshalb, keine Ahnung. Aber. Über. So, nee, das ist die Finale. Gucken wir dahin. Ich weiß jedenfalls, dass da das definitiv da stand, dass er deutsches Audio hat. Und Blue hat gesagt, der hat das überprüft, der hat das nicht geglaubt und der hat gesagt, doch, das ist deutsches Audio. Ich kann es euch auch zeigen. Das ist das andere. Kommen wir da dann vielleicht zu allen Walking Dead Teilen? Nee. Alle 5 Folgen. So. Das ist doch gar kein Download-Button mehr da. Achso, das war ja glaube ich für die PlayStation 3, aber warum wird denn das hier immer nur angezeigt? So, dann haben wir das. Das ist die Game of the Year Edition. Da ist alles drin. Ja, dann gucken wir mal einfach weiter. Ach, da unten. So. Letzte Staffel. So, das ist die. So, das kann ich jetzt starten. Oder hier Informationen und hier unten, da, Audio Deutsch. Und ganz unten steht auch, also Audio Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Untertitel Deutsch, Russisch, traditionell Chinesisch, Englisch, Italienisch, Französisch. Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch. So, also es ist definitiv in Deutsch da. So. Und wenn wir jetzt hier, ich guck mal jetzt, bei dem anderen stand das nämlich nicht da. Da. Audio Englisch, Untertitel Deutsch, Russisch. Das war halt immer das, was mich genervt hat mit dem ständigen Leserei. Oh, das ist. Also es soll wohl. PSN-Spiel, Collection. So, das ist die Collection von Walking Dead. Da kann man ja mal gucken, ob sich da was getan hat. Untertitel Deutsch, Russisch, Englisch. Also, das ist.
Ihr habt gesehen, es steht auf jeden Fall in Deutsch da. Es kann jetzt natürlich sein, dass da wegen diesem Sprachpaket, dass da irgendwelche Probleme waren. Aber ich habe jetzt auch gar keine Möglichkeit, hier Deutsch, Englisch, Russisch oder irgendwas einzustellen. Also denke ich mal, dass die PlayStation oder das Spiel erkennt, dass die PlayStation auf Deutsch ist. Und dadurch... Das geht. Vielleicht hat es ja wirklich was mit der Update-Datei zu tun. Gesprochene Sprache herunterladen. Ah, okay. Jetzt seht ihr das. Das sind 55 MB. Daran hat sie liegen. Warum hat er denn nicht gleich... Warum hat er denn die Sprache aktualisiert und dann nicht das Sprachpaket gleich runtergeladen? Oder er fragt, willst du es runterladen, bevor du spielst? Also wenn ihr es dann auch habt, denkt dran, auch wenn da ein Update kommt, geht raus, geht wieder rein. Es kommt noch ein Update. Und nochmal wird weiter runterladen. Ich denke mal, das ist jetzt für Staffel 1, Folge 1, Folge 2. Da bin ich jetzt mal gespannt. Inhalte werden aktualisiert. So. Sprachdateien. Speicherdaten ist 1. Steuerung, Audio und Display. Hier haben wir immer noch nichts zum Einstellen, dass wir hier irgendwie sagen können. Wir wollen Sprache Deutsch. Wollen wir jetzt haben, oder? So, Textsprache Deutsch, gesprochene Sprache Deutsch. Automatisch aktualisieren an. Okay. Also es geht, also man muss wirklich dann nochmal reingehen, um das zu aktualisieren, weil sonst bringt das nichts. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob wir das jetzt nochmal von vorne anfangen und uns die ganze Geschichte jetzt nochmal in Deutsch anhören. Ach Quatsch, wir machen einfach weiter. Das machen wir dann im Let's Play werde ich dann, wir werden ja nicht so lange machen, im Let's Play werden wir dann komplett in Deutsch von Anfang an anfangen. Gekauft und installiert. Gekauft, aber nicht heruntergeladen. Ist die denn schon da? Ich habe die dritte Folge nicht gefunden gehabt. Ach, die ist da. Na, dann laden wir die doch gleich mal runter. Also wir zocken ja sowieso jetzt gerade im Livestream Resident Evil. Aber ich weiß nicht, wie lange ich da brauche, um durchzuspielen. 26. März bin ich aber locker mit Resident Evil durch. Also werden wir wahrscheinlich im Livestream, wenn wir Walking Dead spielen, 1, 2, 3 und Folge 4 dann halt später machen. Es sei denn, kommt noch irgendwas anderes Geiles raus, was ich vorher spiele oder ich werde wieder krank oder keine Ahnung. Man weiß ja nicht, was so passiert. Oder Folge 4 kommt früher raus. Nach 20 Minuten kann ich noch. Man müsste bald meine Tochter eintrudeln. Ja, den Anfang kennen wir ja.
gestartet. Spiel fortsetzen, auswählen. Das ist das, was mir immer gefehlt hat in Walking Dead. Das deutsche Sprachpaket. Das hat mir immer gefehlt. Was machst denn da, Schlawiner? Ich tue, als hätten wir Kugeln. Lass es. Es fängt an zu nerven. Nenn mich nicht Schlawiner. Dafür bin ich zu groß. Was ist mit Kackvogel? Ich heiße Alvin Jr. Ich hab zu spät gedrückt. Was ist los? AJ? Hunger. Hier, üb lesen. Aber ich will nicht. Das lenkt dich aber von deinem Bauch ab. Ofen, Vorheizen, Rahm und Vanilleschoten in einen Topf geben und aufkochen lassen. Ach, weißt du, lass es lieber. Davon kriegst du nur noch mehr Hunger. Hier, mehr haben wir nicht. Und du? Ist ruhig. Wir finden sicher bald was. Ich glaube dir. Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe. Ich nehme in 4K auf. Also ich weiß nicht, ob das Spiel HDR hat. Ob HDR unterstützt wird. Weil ich habe HDR ausgeschalten. Also nicht angemacht jetzt, weil YouTube damit Probleme hat. Ihr ladet hoch in komplett unkomprimiert. Weil YouTube macht sowieso ein bisschen Rendern, damit ihr wirklich das beste Ergebnis sehen könnt. Also ich nehme mit der Ava Media hier ungerendert auf. Also ich nehme auf und lade das komplette Gameplay-Material ungerendert, unbearbeitet, kein Intro, kein Outro, so hoch. Denk schon. Sieht gut aus. Ich weiß nicht. Tun wir's. Wasser brauchen wir auch. Also gut. Suchen wir uns Essen. Finden wir mal Essen. Freunde, bitte klingeln. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man hier zuerst schießt. Was machst du?
AJ, bleib zurück. Er ist am Boden. Noch da? Noch da. Keine Bisse. Jetzt gehen wir da rein. Ich habe erst. Produkt gehen. Wieso war denn hier geduckt gehen? Ich drücke R1 und passiert nichts. Monsterfalle? Nein. Keine Falle. Man schaukelt darauf. Zum Spaß. Du setzt dich in den Reifen und jemand schubst an, bis du ganz hoch schaukelst. Oh, das will ich probieren. Wenn wir hier fertig sind. Interessant. Schade. Wer hier mal was angebaut hat, ist längst weg. Was machen wir an einem neuen Ort? Wir lauschen nach Monstern. Und dann? Komm schon, du weißt es. Wir... an einem neuen Ort. Wir finden einen Ausgang. Ganz genau. Gefesselt. Kriegen die uns? Nein, tun sie nicht. Vorne ist der einzige Ausgang. Die ist verschlossen. Sicherheitstür. Die ist nicht aufzukriegen. Du hast Hunger, ich weiß. Ich auch. Wir finden bald was. Versprochen. Bohnen! Selbst eingemacht. Vielleicht
sind da noch mehr. Na, da will ich doch gleich hin. Ich will doch nur den Tisch abräumen vorher. Gut gegessen. Für ihr letztes Mal. Bitte lasst uns in Frieden. Wir wollten es so. Gift. Haben Sie aufgegeben? Sie wollten die Welt gemeinsam verlassen. Hand in Hand in Ihrem Zuhause. Finden wir ein Zuhause? Mal sehen. Der ist bestimmt für die Tür. Das klappt nicht. Schade, Kapitän. Ich kann so... Holen wir den Schlüssel? Er ist riskant. Vielleicht finden wir einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Müssen clever sein. Ganz genau. Ich habe gedacht, ich brauche die nicht töten. Vielleicht ist es ja für später noch wichtig, dass ich sie nicht töte. Das wäre auch zu einfach, oder? Zu klein zum Durchgehen. Also, für mich. Schlüssel oder Fenster? Das steht zur Auswahl. Ganz schön dunkel. Wir sollten die Monster töten. Die sind keine Menschen. Sie waren mal Menschen. Und... wollten in Frieden gelassen werden. Was ist besser? Das Paar töten. Ich hol den Schlüssel. Tut mir leid. Gemacht. Es tut mir wirklich leid. Weil AJ wollte ich da nicht reinschicken, weil es dunkel ist. Nicht, dass da irgendwo ein Zombie ist. Jemand. Immer sind es nur Monster. Es gibt nicht mehr viele Leute, Kleiner. Das ist traurig. Wie viele waren es mal? Ganz viele.
nur ein paar. Denk dran. Du weißt schon. Heb die letzte. Heb die letzte Kugel für mich auf. Ganz genau. Na komm, suchen wir weiter. Irgendwas Essbares muss es geben. Ich hoffe es. Kein schlechter Schlafplatz. Da war kein Kind. Oh oh. Nein, da war keins. Vielleicht war das der Grund. Ja, ich befürchte eher, dass es sich verwandelt hat und irgendwo da ist. Verdorben. Sorry, Kleiner. Ewig abgelaufen. Verdammt. Hey, hör auf zu fluchen. Ich meinte doof. Schau mal. Oh, da ist was. Aber erstmal will ich hier noch weiter gucken. Ja, hier ist nichts. Nee, das ist wirklich nichts. Hier drunter ist was. Tür im Boden? Ja. Wollten wohl was verstecken. So viele Sachen. Ja, echt viel. Damit könnten wir uns wochenlang satt essen. Oh oh. Eine Falle! Monster. Oh Mist. Okay, wir müssen zurück zum Auto. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Scheiße! Du bist tot. Mist! Ich habe auf den hinten nicht geachtet. Kommt man da auch vielleicht an die Lebensmittel ran? Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Also im Let's Play, wenn wir es denn nochmal machen, da werde ich da anders vorgehen. Da werde ich ihn mal reinschicken. Weil dann habe ich ja die Eltern nicht gekillt. Vielleicht ist das Kind da unten drunter und sagt, ey, danke, dass du meine Eltern nicht gekillt hast oder was weiß ich. Man weiß es ja nicht. Oh, scheiße. Da war ich jetzt einfach geplättet. So schnell konnte ich nicht reagieren. Voll vergessen mit R3 dahin zu steuern. Ich
War ich wieder nicht schnell genug? Das ist doch nicht. Na komm. Ich hab doch gedrückt. Verstehe, ich hab doch gedrückt. Ach Mann, scheiße. Da muss ich da, ich glaube, wir erzählen. Ich hab schon gedrückt. Ist da nicht. Also, du musst dann am Anfang nicht gedrückt halten, du musst mehrmals drücken. Und sobald du immer verkackst, hast du das verkackt. Du musst gleich ganz schnell reagieren, sonst hast du die Zeit nicht. Clem, sieh mal, die Schlüssel. Oh, und jetzt gleich nichts. Oh, jetzt kommen sie. Die werden erledigt. Von Flitzebogen. Jetzt haben sie den Clem mitgenommen. Also ich glaube, das muss so sein, sonst... Jo, hier musste ich jetzt leider die Musik, die echt geil ist, ja, auf lautlos machen, weil Amazon, YouTube das nicht gebacken kriegt, das rauszufiltern. Ich habe jetzt 5-6 Mal gesagt, lösch dieses Lied aus dem Video, was sonst immer funktioniert, hat nicht funktioniert. Deswegen wird das Video jetzt, wie ihr mitgekriegt habt, leider nicht in 4K sein, sondern nur in 1080p. Wegen meinem Bearbeitungsprogramm mit Camtasia kann ich halt in einer guten Qualität nur 1080p machen. Ich finde, wenn man es höher, man kann es höher rendern, sieht es halt scheiße aus. Aber das Spiel ist so geil, Leute. Das ist so genial und das machen wir definitiv als Let's Play. Deutsche Synchro endlich drin. Nicht nur deutscher Untertitel, deutsche Synchro. Boah, wie geil ist das denn? Story ist auch ganz gut. So hatte ich jetzt mitgekriegt, haben sie und der AJ.
Ich muss mal nur gucken, wie da weitergeht. Aber das machen wir im Let's Play. Ich bin echt am Überlegen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn wir das Let's Playen. Nach Resident Evil. Soll ich denn nochmal von vorne anfangen und den AJ da durchklettern lassen und die Zombies nicht killen? Oder wollen wir hier weiterspielen, wo wir jetzt sind? Wir sind irgendwo in einem Haus, das sehe ich schon mal. Aber wir wollen uns ja nicht so viel spoilern lassen. Ich muss erstmal Pause machen. Und meine Tochter kommt auch schon. So, wir wollen uns ja nicht so viel spoilern lassen, deswegen gucken wir uns das jetzt hier nicht weiter an und machen das dann im Let's Play. Das sollte ja auch nur ein kurzes Angezockt sein. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Abo nicht vergessen. Glocke nicht vergessen zu drücken, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, beziehungsweise wenn ein Livestream ist. Und das werden wir im Livestream spielen, definitiv. Kommentiert einfach mal, ob ich von vorne anfangen soll oder ob wir da weiterspielen. Ich würde jetzt hier auch erstmal mich verabschieden von so einem geilen Walking Dead. Endlich in Deutsch. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.